Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind Corinna und Robert. Wir waren 10 Tage auf dem Campingplatz Solvinje, auf dem FKK-Campingplatz Solvinje, auf der Insel Paschmann. Und wer uns kennt, der weiß, wir zeigen ja auch ganz gerne mal die Campingplätze, wo wir uns so aufhalten. Das war natürlich hier jetzt etwas problematisch, weil wir wollten natürlich nicht die Privatsphäre der anderen Campingplatzbesucher stören oder wir wollten sie halt wahren. Wollen wir sowieso natürlich immer, aber dieses Mal natürlich besonders, weil es ist natürlich ein FKK-Campingplatz und das ist uns auch wirklich wichtig, dass sich da jetzt keiner gestört fühlt, weil er gefilmt wird und das nicht möchte oder sowas. Dadurch gibt es halt nicht den typischen Vlog, den wir sonst immer auf den Plätzen drehen, wo wir euch dann direkt vor Ort mitnehmen, sondern wir haben diesmal einfach ein paar Szenen aufgenommen, als noch keiner über oder durch die Linse laufen konnte. Ich bin nämlich eines Morgens oder besser gesagt des Öfteren früh morgens mal aufgestanden und habe versucht, den Sonnenaufgang zu filmen. An dem Tag hat es sogar auch gut geklappt. Und dann dachte ich, ach, jetzt filmst du auch mal den Platz, wo alle noch schlafen. Und so können wir euch dann jetzt doch ein bisschen was von dem Platz präsentieren. Es ist kein großer Campingplatz, es ist aber auch kein ganz kleiner Campingplatz. Ja, er bietet immerhin Platz für 250 Leute. Wir hatten einen Stellplatz direkt am Meer. Das filmen wir jetzt gerade auch vom Platz aus. Hier seht ihr das, den Ausblick direkt aufs Meer an so einer kleinen Steilküste. Und da ist wunderschön der Sonnenaufgang zu sehen. Die Plätze sind vielleicht etwas kleiner wie auf anderen Campingplätzen. Das war nicht so ganz einfach, zwischen den Bäumen zu rangieren, bisher mit dem Wohnwagen. Und die Höhen waren ein bisschen unterschiedlich, jedenfalls da, wo wir standen. Aber ja, das haben wir ausgeglichen. Und da haben wir auch schon Schlimmeres erlebt. War alles machbar. Ja, also wir haben uns sehr wohl gefühlt auf dem Platz. Wir würden auf jeden Fall wieder hinfahren. Es war auch jetzt nicht überfüllt. Wir wissen nicht, wie voll oder wie leer es sonst ist. Vielleicht lag das jetzt auch ein bisschen an der Zeit, aber das war wirklich entspannt. Einziger negativer Punkt ist halt, was aber auch schon im Internet zu lesen ist oder auch in dem einen Video von uns schon angemerkt worden ist, dass tatsächlich vom Festland aus Biograd am Wochenende die Partymusik auf der Insel, auf dem Campingplatz zu hören ist. Ich hatte es selber nicht gedacht, weil ich dachte, da liegt ja so viel Wasser zwischen. Das kann doch niemals bis zu uns rüberdringen. Aber doch, also am Wochenende ist es da dann etwas lauter. Das wäre aber so jetzt erstmal mein einziger Minuspunkt tatsächlich, den ich da vorzubringen hätte und der auch nichts an unserer Empfehlung ändert, dort nicht doch auch auf jeden Fall mal hinzufahren. Nehmen wir euch jetzt einfach mal mit an den Strand und da gibt es auch schon eine Überraschung, nämlich einen wunderschönen Sandstrand. Die sind ja etwas seltener gesät in Kroatien, aber hier auf der Insel Paschmann gibt es mehrere Sandstrände und hier am Campingplatz Solvinje einen besonders schönen Sandstrand. Der Strand war aufgeteilt auf zwei Seiten sozusagen. Der eine war für Hunde freigegeben, nämlich da, wo auch die Motorboote und sowas angelegt sind, da durfte man auch mit dem Hund hin. Und der andere Strand, der war noch schöner, aber da waren Hunde verboten. Die anderen Gäste, die sind dann immer tagsüber zum Strand gegangen, hatten sich da Handtücher ausgelegt und sowas, haben wir gar nicht gemacht, weil unser Platz, der war so dicht am Strand, wir sind einfach immer am Platz gewesen und es war so dicht zum Wasser, wenn wir baden wollten, dann sind wir einfach baden gegangen. Und danach direkt zum Platz zurück. Ja. So konnte Baby dann in ihren geliebten Wohnwagen warten und wir konnten entspannt schwimmen, ohne dass sie dann da irgendwie allein am Strand zurückgelassen werden musste oder ähnliches. Kommen wir erstmal zum praktischen Teil. Es gibt für Wohnmobile eine Entsorgungsstation für das Brauchwasser. Natürlich kann man auch Chemietoiletten entleeren. Ja, kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema, die Sanitäreinrichtungen des Campingplatzes. Die sind frisch renoviert. Ja, also wirklich das Jahr davor oder so sind die komplett neu gemacht worden. Es ist ganz tolle Duschen, Toilette, alles sauber, ganz neu. Da ist ständig, wird da geputzt und gewienert und gebonert. Es gibt zum einen Außenduschen. Das heißt, wenn man vom Strand kommt, kann man direkt unter die Dusche hüpfen. Es gibt auch am Strand zwei Duschen, aber natürlich
nur um sich einmal grob abzuduschen, nicht um sich mit Shampoo und Duschgel zu waschen. Da hat man dann hier die Möglichkeiten, sich in getrennten Duschkabinen quasi einmal richtig abzuwaschen. Es gibt aber natürlich auch in den Sanitärhäusern nochmal richtige Duschen mit Vorhängen, wo man sich dann auch ein bisschen mit Privatsphäre zurückziehen kann zum Duschen. Direkt an die Waschhäuser angeschlossen ist auch eine Hundedusche, was die Vierbeiner freut. Oder auch die Härchen, dann kann man die schön sauber machen. Da ist auch gleich ein Kinderspielplatz, was ganz nett gemacht ist. Ja, es gibt ein großes Carport, wo man die Autos unterstellen kann. Das ist nachts immer ganz lustig beleuchtet. Dann haben wir gesagt Autodisco, weil da sind so ganz viele LEDs, die ständig ihre Farben wechseln. Und ja, irgendwie eine lustige Idee. Die Toiletten waren auch super sauber, wurden wie gesagt ja auch jeden Tag gereinigt. Es gab an den Eingängen zu den Toiletten zum einen Desinfektionsspender, es gab an den Waschbecken Desinfektionsständer, es gab, was ich ganz toll fand, eine Kindertoilette. Und Behindertentoiletten gab es auch. Die können wir euch jetzt leider nicht zeigen, weil dazu braucht man einen speziellen Schlüssel. Die Tür war abgeschlossen. Es gibt eine Mülltrennung auf dem Campingplatz. Die ist etwas ab, also die ist vorm Campingplatz, sagen wir mal so. Aber da der Campingplatz nicht so groß ist, ist es fußläufig relativ schnell erreichbar. Es ist neben der Rezeption. Die Rezeption ist auch ganz normal, ganz ansprechend gemacht. Da kann man auch Pizza bestellen, ne? Die liefern da. Da war eine Liste. Da konnte man sich was aussuchen und dann konnte man bestellen. Pizza oder Chivapchichi oder sowas. Die haben auch schnell geliefert, auch zu recht günstigen Preisen. Morgens gibt es an der Rezeption immer noch einen Bäckerservice, wo man sich Brötchen kaufen kann. Und ab und zu waren da auch Bauern, die dann Wassermelonen verkauft haben, die auch sehr lecker waren tatsächlich. Also ich glaube, das waren die besten Wassermelonen, ne? Die wir da von den Bauern gegessen haben. Ja, die waren super. Und was da noch mit angeschlossen ist, was wir jetzt nicht gefilmt haben, ist noch der Basketball- und der Volleyballplatz. Auch das wird hier geboten. Ansonsten gibt es in unmittelbarer Nähe auch noch einiges zu entdecken. Und zwar, wir haben eine kleine Wanderung gemacht zur Festung Pustograd. Da muss man allerdings schon ganz gut zu Fuß sein, sag ich mal so. Ganz gut Puste haben. Pustograd ist ein bisschen aus der Puste gekommen, nein. Aber man muss auch ein bisschen klettern und da muss man echt ein bisschen aufpassen. Wir sind da hochgeklettert. Wo man hintritt, dann auch da gibt es Spinnen, die große Netze machen. Aber Corinna hat das auch geschafft mit ihrem schwangeren Bauch. Und eigentlich wollten wir sogar noch eine Nachtwanderung hochmachen, wollten dann noch ein zweites Mal hochgehen und uns dann den Sonnenaufgang angucken. Das hat leider nicht geklappt. Aber wenigstens sind wir einmal hochgeklettert. Und haben den Sonnenuntergang gesehen. Den Sonnenuntergang gesehen und man hat von oben wirklich einen tollen Ausblick. Das war eine Festung früher, die haben die Kroaten früher gebaut, um Piraten abzuwehren oder die Venezianer, mit denen sie im Krieg waren. Dann ist die Stadt Tikon in unmittelbarer Nähe. Circa 2 Kilometer entfernt. Ja, ungefähr 20 Minuten zu Fuß, nicht länger. Nö. Da gibt es Einkaufsmöglichkeiten, Supermärkte und so weiter. Man kann auch alles Mögliche ausleihen. Die Fähre so übrigens am Campingplatz auch noch ein Fahrradverleih, fällt mir jetzt gerade noch mal ein. Genau, die Fähre fährt von Tikon ab, also man ist schnell wieder auf dem Festland, wenn man möchte. Ja, also zu Fuß kann man mit der Fähre auch mal rüberfahren nach Biograd. Das kostet nicht viel, ich glaube 2 Euro oder so. Und dann kann man Biograd erkunden, wieder zurückfahren. Und ja, ansonsten kann man da essen gehen in Tikon und. Wenn ihr noch nicht unsere anderen Videos gesehen habt, dann guckt auf jeden Fall mal auf unserem Kanal vorbei. Dann seht ihr auch schon einiges, was man da noch so machen kann. Wir haben einiges erlebt. Ja, also was man jetzt noch ergänzen könnte zum Campingplatz, das Team, was da arbeitet, ist wirklich super nett. Ja, vom Check-in bis zum Check-out, über die Hilfe, die sie uns geboten haben, jetzt mit unserem Auto auch. Also es war wirklich, wirklich positiv hervorzuheben, wie höflich und wie nett die Mitarbeiter da waren und auch bemüht. Als wir angekommen sind, hatten sie eigentlich Mittagspause und hatten dann aber einen Plan zurechtgelegt, quasi welche Plätze frei sind. Mhm. Der Plan war aber irgendwie verschwunden und so sind wir dann eigentlich auch zu unserem Platz direkt am Meer gekommen, weil der junge Kollege hat einfach geguckt, was frei ist und hatte uns dann ein paar Möglichkeiten gezeigt und wir haben natürlich dann gleich zugeschlagen und uns diesen Platz gesichert. Also total flexibel und
total freundlich, hat uns gleich dann den Stromanschluss geöffnet, dass wir halt gleich Strom haben. Und den offiziellen Check-in haben wir dann halt erst nach der Mittagspause gegen 17 Uhr gemacht und konnten so dann erstmal in Ruhe ankommen. Konnten auf jeden Fall ankommen und mussten nicht noch warten. Und ja, also das kann man auf jeden Fall positiv hervorheben. Tolles ja. Team. Ja, das hat wirklich alles gepasst. Und auch die anderen Gäste am Campingplatz, also nette Leute eigentlich. Ja. Bis auf ein Erlebnis hatten wir ganz am Anfang, das war nicht so gut, aber das war wirklich nur einmal kurz am Anfang und eigentlich alle Leute waren eigentlich nett und keiner war laut und alle waren rücksichtsvoll. Mit dem FKK, es ist natürlich ein FKK-Campingplatz, das ist klar, aber es wurde jetzt auch nicht so streng gesehen, ne? Also. Nö. Nö, wurde es nicht. Also, gerade für Jugendliche finden wir das ja total toll, dass, wenn die dann jetzt so in die Pubertät kommen und sich vielleicht nicht so ganz gerne nackt präsentieren wollen, dann hat da überhaupt keiner was gegen, wenn die im Badeanzug, im Bikini oder in der Badehose rumlaufen. Oder ich bin auch oft nur obenrum frei rumgelaufen und hatte dann vielleicht mal eine kurze Hose an oder mir einfach nur ein Tuch umgewickelt oder so und das hat auch keinen gestört. Oder an den Tagen, wo es auch ein bisschen windiger war, da hatten wir natürlich auch, oder da hatten fast alle Klamotten an. Und also das war wirklich jetzt nicht so, dass das so extrem gesehen wurde, sag ich mal so. Also jeder hat jeden respektiert und ansonsten hat uns das gut gefallen, so nackt rumzulaufen, so frei zu sein in der Sonne und so. Das hat uns besser. Letztes Jahr waren wir auch in Kroatien, da haben wir auch schon mal einen FKK-Campingplatz ausprobiert. Da waren wir aber allerdings nur eine Nacht. Das hat uns auch gut gefallen. Es war mal was Neues, aber das jetzt, das hat uns noch viel, viel besser gefallen. Da. Wirklich, müssen wir sagen. Ja, es war einfach entspannter. Ja, und wenn ihr noch mehr über den Campingplatz wissen wollt, dann guckt euch das doch einfach mal im Internet an. Die haben auch eine Internetseite mit vielen Informationen, weil wir haben jetzt auch noch nicht alles gesagt, wir haben auch nur unseren persönlichen Eindruck erzählt und ja, ansonsten. Hoffen trotzdem, dass ihr einen kleinen Eindruck bekommen konntet, dass ihr euch weiterhilft bei eurer Entscheidung, ob das vielleicht was für euch ist oder nicht, ob dieser Platz was für euch ist oder nicht. Habt ihr Erfahrungen mit diesem Campingplatz oder überhaupt mit FKK? Könnt ihr euch das niemals vorstellen, auf einen FKK-Campingplatz zu gehen? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Oder habt ihr irgendwelche Ergänzungen? Schreibt es einfach rein. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Genau. Bis dann, Leute. Die ganzen Flöhe total durchgeschüttelt. Ja, auch.